Hi, was geht? Ja, aber warte. Hast du kurz Zeit? Nee, weil, warte, ich kann es dir kurz zeigen. Eigentlich nicht. Ich gucke gerade PewDiePie's Minecraft-Stream. Ja, Julius und ich hätten eine Bitte. Ja, du nimm mal bitte jetzt, also mach mal OBS auf. Warum? Nimm dich bitte auf jetzt. Okay. Hab gemacht, ja, läuft. Okay, läuft. Gut, dann warte einfach, ja? Hä? What the fuck? Ist der dumm? Was will er von mir? PewDiePie-Stream gucken, let's go. So. Ich kann gerade nicht. Mach das mal bitte aus. Bro, ich will diesen PewDiePie-Livestream einfach gucken. Was wollt ihr von mir, Amenakon? Du weißt gar nicht, was gerade passiert. Nee, was? Ich weiß wirklich nicht, was gerade passiert. Ich weiß auch nicht, was das jetzt soll, Digga. Nee, also ist ja auch der Sinn davon. Du sollst ja auch nicht wissen, was passiert. Von was ist das der Sinn? So, diese Kamera ist hier, damit wir deine Gestik aufnehmen können. Aha. Julius und ich haben, Junge, was wollt ihr von mir? Sachen vor. Wollen wir die Belichtung ändern oder passt es für dich? Das passt für mich absolut so. Ich fühle mich absolut fühlst wohl. Fühlst du dich wohl? Ich fühle mich, nee, wenn du dich wohl fühlst, dann fühle ich mich nicht wohl. Ich fühle mich nicht wohl, weil, kann ich Kuchen-TV-Stream gucken? Wenn du jetzt noch einmal was anmachst, dann brennt hier das Büro. Pass auf, es gibt vielleicht in deinem Leben oder in deinem Leben, je nachdem, gibt vielleicht Sachen, also Fragen, die du nicht beantworten möchtest. Ja, richtig, die hat ja es jeder. Es gibt ja bestimmte Formate, da kannst du entweder eine scharfe Chili essen, bei Fragen, die du nicht beantworten möchtest. Okay. Aber du musst jetzt alle Fragen beantworten. Nee, muss ich nicht. Doch. Wir lassen dir keine Du wirst alle Fragen. Was wollt ihr denn sonst machen? Ich werde dich vernaschen. Okay, pass auf. Die Kamera filmt deine Hände, weil es ist wichtig für uns, für unsere Studie zu wissen, ob du nervös bist. Du bist kein Psychologe. Ja, ich will es vielleicht werden. Ja. Okay, pass auf. Wir haben 14 Fragen. Die werden sehr, sehr, also wir werden dir zu jeder Frage immer ein bisschen was zu sagen und zu erklären. Und ich würde sagen, wir fangen einfach kurz an. Okay. Julius wird dir die erste Frage stellen. Du musst auch nicht immer eine Begründung sagen. Deshalb, ich meine einfach nur ja. Sag mal bei den Fragen, wo es ist. Ne? Also erste Frage. Ja. Wir fangen direkt an. Du bist hast direkt du uns schon mal belogen? Ja oder nein? Ja. Oh, okay. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur so eine Notlüge, sondern... Also was heißt Notlüge? Nicht so ein, sowas wie, regnet heute so, aber... Nee, bestimmt unterbewusst. Keine Ahnung, Digga, ich lüge gefühlt jeden Tag 40 Mal. Eigentlich ja. Ich bin, das nennt man notorisches Lügen. Ich hab das Ding ist, bestimmt ist das schon passiert. Ja, safe. Zum Beispiel, wenn ihr mich fragt, wie es mir geht, sage ich gut und mir geht's nicht gut. Oder wenn ihr zum Beispiel sagt, yo, kommst du heute ins Büro? Und ich sag ja, und dann komme ich einfach nicht. Das ist ja auch schon ein paar Mal passiert, ne? Also ja. Also das sind die Lügen, von denen wir hier reden. Ja, waren jetzt keine krassen Lügen oder sowas, ne? Absolut gar nicht. Gut, die nächste Frage. Wie viel Geld / Umsatz hast du mit dem Revi-Server gemacht? Ich selber? Nein, nicht du, der Server an sich. Boah, kann ich dir nicht sagen. Umsatz, du warst Weiß da drin. Weiß ich dir nicht. Kann ich dir nicht sagen. Wie viel Premium-Rang für 20 Euro Kauf? Ja. Hast du 20 Euro Umsatz? Ja, es war auf jeden Fall ein sechsstelliger Umsatz, aber wie gesagt, die Serverkosten, wir haben Developer gehabt, dann wurde ein bisschen Geld abhanden gekommen. Okay, wie viel? Ich denke mal so im Jahr waren das schon gute sechsstellige Beträge, also über 100.000 auf jeden Fall. Jetzt keine Millionenbeträge, aber... Lief ja auch sehr lange, ne? Der lief ja auch sehr lange, aber es war nicht so viel, wie man sich das vorstellt. Es war nicht so viel, wie man sich das vorstellt tatsächlich. Und wir haben halt sehr, sehr viel Geld investiert in Infrastruktur und sowas, ne? In Server und Mitarbeiter. Oh. Nein, war gut. Ich habe gerne Badlust da drauf gespielt. Okay. Ich habe gerne gehackt. Wann arbeitet der eigentlich hier? Okay, nächste Frage. Dritte Frage. Ey, ihr habt Mikrofone sogar an, what the f***? Also cool. Heftig, okay, ja. Wann hast du das letzte Mal gef***? Und du weißt, dass egal was du jetzt sagst, ich weiß es. Vorgestern. Gut. Julius oder Tobi behalten? Muss ich mich jetzt entscheiden? Oh, ich habe die falsche Frage, aber ja, musst du. Ja. Ja, Bro, du bist noch nicht so lange dabei, ne? Es heißt ja nicht, dass du jetzt gehen musst. Das hat sogar mir weh. Ja, Digga, das Ding ist, Tobi kann richtig viele Sachen. Ich kann halt eigentlich nichts. Du schneiden halt, ne? Ja, gut. Ja. Jetzt, okay. Diese Frage ist eine Frage nur mit Ja oder Nein zu, also die also ist nur mit Ja oder Nein sind, zu beantworten. Das sind zwei Fragen in einer Frage, aber du, also die Frage ist, hattest du schon mal mit einer Zuschauerin oder hast du schon mal probiert? Und du musst jetzt nur Ja oder Nein antworten. Sagen und man weiß halt nicht, für welche. Also hast, also ja, also hast du eins von beiden schon mal getan? Bestimmt. Du hast schon mal gegessen. Okay, also einfach ja. Ja. So lassen wir stehen. Gut. Mit wie vielen YouTuberinnen und Streamerinnen hast du schon geschlafen? Du überlegst schon sehr lange. Keine Ahnung. Ja, mehr als 5? Ja. Was soll das denn jetzt, Digga? Mehr als 5 und weniger als 10 wahrscheinlich. Okay, das glaube ich. Bleibt halt in seiner Bubble, ne? Okay, nächste Frage. Mhm. Welchen Streamer, der richtig gut angesehen ist, findest du eigentlich richtig scheiße? Also einen großen, den man kennt, den man, der du so wirklich sagst, der ist einfach den finde ich wirklich abgrundtief scheiße. Ja, den finde ich richtig scheiße. Unironisch.
Unironic glaube ich gar keinen, tatsächlich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, also ich habe immer wieder mal Punkte, wo ich sage, bei Monte shake my head. So wie ich mir so denke, Digga, so was erzählst du da schon wieder? Aber das habe ich auch bei Kevin und Trimax, weißt du, was ich meine? Keine Ahnung, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendeinen im deutschen Markt, in Deutschland wahrscheinlich, ne? Ja. Überhaupt nicht mag. Würde ich jetzt nicht sagen, nö, ich habe kein Problem mit irgendeinem großartig. Sehr gut, bist du bisher gut dabei. Danke. Hast du schon mal Likes oder Views gekauft? Nein. Gut. Noch einem hundertprozentig noch. Das wir waren mal, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist einmal passiert, dass wir eine Kampagne gemacht hatten, dass Google mein Video als Kampagne geschaltet hat, damit das mehr Views auf YouTube bekommt. Aber das war das Einzige, sonst noch nie. Ne, hundertprozentig nicht. Okay. Das Ding ist aber, ich habe das auf Twitch mal gemerkt, dass das voll oft passiert mit Follower-Botting und sowas, dass du dich auf Twitch und Instagram, weil halt irgendwer das einfach macht, dich dagegen gar nicht wehren kannst. So, das ist also für dich sozusagen. Ja, also ich habe selber noch nie da irgendwas für ausgegeben, 1000%. Gut, dann nächste Frage, nur mit Ja oder Nein, bist du glücklich im Leben gerade? Ja. Würde ich schon sagen, ja. Okay. Okay, Doppelfrage. Hast du schon einmal chemische Drogen genommen oder hast du schon einmal Fahrerflucht begangen? Wenn du eins von beiden schon mal getan hast, dann schreibst du ja. Ja. Dann sagst du ja. Ja. Okay, nächste Frage. Was war die höchste Summe, die du für eine Kampagne oder eine Kooperation bekommen hast in deiner gesamten Karriere? Knapp über 400.000 Euro. Für eine? Mhm. Müsste so, ja. Mhm. Wann und weshalb hast du das letzte Mal geweint? Also richtig. Also nicht nur eine Träne, sondern... Ich glaube, als ich mit meiner Freundin vor 3,5, 2 Wochen Schluss gemacht habe wahrscheinlich, ja. Da ist man ja nicht... Nee, jetzt auch nicht anfassen, komm. Vorletzte Frage. Mhm. Hast du schon mal was getan, wofür du ins Gefängnis hättest kommen können? Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ganz... Ja, ja, ja. Also, weil ja, als Ersttäter wahrscheinlich nicht. Okay. Aber ich habe schon mal erheblichen Sachschaden verursacht an einem Gebäude. Und bin dann... abgehauen. Also ich habe zum Beispiel schon mal was gemacht, wofür ich wahrscheinlich 3 Jahre in den Knast kommen hätte können. Echt jetzt? Ja. Hab ich da... Also es hat nichts mit oder sexueller Gewalt oder sowas bei mir zu tun. Steuerhinterziehung auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Müsste ich einen Anwalt für fragen. Kann aber gut sein, ja. In jungen Jahren macht man viel dumme Sachen, ja. Okay, jetzt kommt was. Das ist jetzt vielleicht traurig für die Zuschauer. Mhm. Gibt es eine Sache, die du uns bisher verschwiegen hast? Eine krasse Sache. Ja, gibt es eine Sache, die du uns bisher verschwiegen hast? Aber die Antwort wird für die Zuschauer 100% zensiert. Das heißt, sie sehen nur an unseren Reaktionen oder so, ob... Warum überlegst du? Was, wenn, ja, weil ich gerade überlegen bin, ob es sowas gibt. Also irgendwas, was ich noch nie... Irgendwann mal. Muss auch nicht jetzt was sein, was du uns noch nicht gesagt hast, ne? Aber... Mhm. Boah, das ist eine schwierige Frage. Von allen Sachen, die ich euch nicht gesagt habe, eine aus... Boah, soll ich euch was richtig Krasses sagen? Oh no. Okay, pass auf. Ich war... Oh, wie du schon lachst. Oh, wie du schon lachst. Ja, ihr habt es gerade nicht gehört. Wir haben gerade Sachen gehört, die ihr wahrscheinlich nicht hören solltet. Ja, es waren an sich, es waren teils schon, ich meine, es sind Fragen, da kann man sich auch gut drum rumreden. Ne? Mhm. Wir hoffen natürlich, dass du es zutiefst in Ehrlichkeit beantwortest. Habe ich, ja, tatsächlich. Und das glaube ich dir auch, weil sonst hättest du geweint. Ja. Entschuldigung. I guess, das war's dann mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Julius und Tobi auf Instagram vorbei. Ciao.